Was ist das für ein Krach? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Natürlich ist dir das egal. Es macht ja auch jemand anders für dich die Arbeit. Was willst du mir denn jetzt sagen? Du hast mich schon gehört. Ah! Oh nein, ich rutsche ab. Ah. Ich falle. Das ist mir doch egal. Halt! Was zum Teufel tue ich denn hier? Ich... Maggie! Halte dich gut fest! Ich schaffe das schon. Was rede ich da? Hilf mir hoch. Klar, hier. Nimm meine Hand. Ich versuche es. Oh, geschafft. Ja, nochmal gut gegangen, was? Was ist gerade passiert? Ich habe das Gefühl, als hätte ich schlecht geträumt und wäre plötzlich aufgewacht. Ja, ich auch. Irgendwie war ich richtig sauer auf dich und James. Weiß eigentlich gar nicht mehr, wieso. Und ich war irgendwie gar nicht ich selbst. So, als wären meine Gedanken nicht meine eigenen gewesen. Ich weiß genau, was du meinst. Das muss Quint gewesen sein. Er hat mir irgendwie davon erzählt, dass ihr mich alle ausnutzen würdet. Und irgendwie habe ich ihm geglaubt. Ja, mir hat er gesagt, dass ihr alle mich loswerden wolltet. Dieser miese Dreckige. Was? Was war das? Das hörte sich an wie Quint. Komm, wir müssen in die Richtung dieses Vulkans. Ja, schnell. Es sind kaum noch Plattformen übrig. Ich fühle mich sehr komisch. Du fühlst dich vollkommen. Wenn du willst, kannst du alles wahrnehmen, was um dich herum passiert. Sogar Dinge, von deren Existenz du bisher gar nichts wusstest. Okay. Ich glaube, ich kann Felder aus Energie sehen. Grünes Feuer und rotes Licht? Ja, die Elementarebene, die das Universum zusammenhält. Oder besser gesagt, die dieses Universum auseinanderbrechen lässt. Und pass bloß auf, was du tust. Wenn du nicht vorsichtig bist, zerstörst du noch dieses ganze Universum. Wie tue ich denn überhaupt irgendetwas? Indem du es einfach tust. Stell es dir vor wie eine Handbewegung. Du musst nicht immer daran denken, die Faust zu schließen. Du tust es einfach. Deine Kräfte sind wie eine Erweiterung deines Körpers in schier unbegrenzte Richtungen. Also, wenn ich ein Glas Limonade haben will, dann hast du ein Glas Limonade. Das ist der absolute Wahnsinn. Versuch doch mal, diesen Stein hier anders aussehen zu lassen. Ja, okay. Oh, nicht schlecht. Negativfarben sind immer etwas Schönes. Da muss ich nochmal zwischenfragen. Sie waren zeitweise selbst der Gott des Chaos? Nein, ich hatte Zugriff auf seine Kräfte. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das alles funktioniert, aber da ist ein großer Unterschied. Ja, gut. James! James! Mausewitz? Du hast sein Angebot nicht angenommen, oder? Oh, doch, das hat er. Ich habe dir doch geraten, es nicht zu tun. Aber er besitzt die Eigenständigkeit, eine solche Entscheidung allein zu treffen. Ich kann nun überall sein, wo ich möchte, oder? Das könntest du, aber... Na, wirst du wohl hierbleiben. Noch bist du nicht entlassen. James, du weißt ja gar nicht, was du damit angerichtet hast. Also, ich bevorzuge es zu schnippen, wenn ich meine Macht anwende. Ich müsste es nicht unbedingt tun, aber das verleiht einem ein Gefühl der besseren Kontrolle. Und es ist stilsicherer. Ja, das leuchtet ein. Oh nein. Oh doch. Der Vulkan bricht aus. Die Zeit ist abgelaufen. Aber ich kann es stoppen, nicht wahr? Sicher, wenn du Spaß daran hast. Okay, ich stoppe den Vulkanausbruch. Was tust du? Nicht so einfach, das Richtige zu tun, was? Ich verstehe nicht. Du machst es falsch, ganz einfach. Ich versuch's nochmal. Ach, das macht es jetzt wohl kaum besser, oder? Obwohl ich sagen muss, dass die karierte Lava etwas hat. James, du musst die Lava in etwas verwandeln, was harmlos ist. Schnell! In was denn, in was? Ah. Oh, ist das etwa... Erdbeere? Gut. Ändert aber noch nichts daran, dass die ganze Plattform nach unten fällt, oder? Kann ich sie nicht einfach auffangen? Klar doch, dir stehen alle Möglichkeiten offen. Deine einzige wirkliche Grenze ist deine Vorstellungskraft. Ja, ich... Hat das geklappt? Für den Moment ja, aber einfach in der Luft festhalten. Wie unkreativ. Na, in Sachen Fantasie hast du wohl noch ein wenig zu lernen. James, hör mir bitte zu. Na, bitte, Katze. Verdirb uns doch nicht diesen schönen Moment. Nun, versuch doch mal... James,
Lass dich nicht von ihm bezirzen. Er will nur, dass du in seinem Namen Chaos anrichtest. Ach, warum sollte ich das denn wollen? Und jetzt still. Ich kann doch bestimmt auch fliegen, oder? Das ist ja wohl selbstverständlich. Schweben, durch die Luft schwimmen, schwerelos hinaufgehen. Erneut, du hast kaum eine Grenze. Das ist einfach herrlich. Wundervoll, ist es nicht so? Ich muss mir etwas einfallen lassen. James darf nicht. Hey! Ludwig! Margaret! Timothy! Was ist hier los? Wo ist James? Er ist dort oben! Mit Quint! Was tun Sie da? Quint hat ihm Allmacht verliehen. Wenn wir ihn nicht dazu bringen, sie wieder abzugeben, wird James für immer verloren sein. Wie? Wieso das? Weil Macht korrumpiert. Alles tun und lassen zu können, ist eine zu große Versuchung. Er wird im Laufe der Zeit genauso werden wie Quint. Irgendwann wird er sich gegen die Menschen wenden. Er wird vergessen, wer er einst war und aufgehen als Schüler des Chaos. Das hört sich nicht gut an. Doch es gibt vielleicht eine Chance, das zu verhindern. James! James! Ach, Leute, ich hatte euch ja fast vergessen. Du willst Quint doch nicht wirklich folgen, oder? Naja, ich denke schon, doch. Da habt ihr's. Er hat seine Bestimmung gefunden. Von diesem Tage an ist James nicht mehr an die irdischen Gesetze und Wahrheiten gebunden, an die ihr euch so verzweifelt klammert. Er ist endlich frei. Komm, James, bring die anderen doch mal irgendwo hin, wo es gemütlicher ist als hier. Ja, das mache ich. Gut, Random-Sprecher. Schöner Gastauftritt. Mach's dir irgendwo gemütlich, ja? Natürlich, Sir. Ah! Wo sind wir? Im Weltall. Ist es hier nicht wunderschön? Wie können wir atmen? Ich habe es mir gewünscht. Ist das nicht der Wahnsinn? Was ich will, geschieht. Das ist wirklich beeindruckend. Du bist jetzt also wirklich so mächtig wie Quint selbst? Natürlich nicht. Quint würde niemals jemanden auf dieselbe Stufe erheben, auf der er selbst steht. Klingeling, 100 Punkte für das biologisch abbaubare Handtuch. Also brauchst du uns jetzt wohl nicht mehr, was? Das ist doch Quatsch. Genau. Was? Na, es ist doch wohl offensichtlich, dass du nur nicht länger auf sie angewiesen bist. Aber, dass ich nun allmächtig bin, bedeutet doch nicht, dass wir keine Freunde mehr sein können. Doch, ziemlich genau das heißt es. Wieso? Naja, du bist ein unsterbliches und omnipotentes Wesen. Dein Horizont ist nun deutlich zu weit, um dich mit diesen kleingeistigen Lebewesen abzugeben. Du verlangst, dass ich mein ganzes Leben hinter mir lasse? Jetzt tu doch nicht so schockiert. Selbst wenn du noch so tust, als wäre dein Leben ganz normal. Irgendwann überlebst du sie ohnehin alle. Darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Tja, hättest du das mal früher gemacht. Jetzt ist es zu spät für dich. Nein, es ist nicht zu spät. Entsage deinen Kräften, dann bleibst du ein Mensch. Das wird er niemals tun. Habe ich recht? Naja, ich... James, du solltest... Keine Rührseligkeiten jetzt. Eure lächerliche Loyalität ist verschwendet. Hebt sie euch für jemanden auf, der mehr eurer Kragenweite entspricht. Komm, Jim. Es gibt noch eine ganze Menge zu lernen für dich. Halt! Was willst du denn wieder? Du irrst dich, Quint. Ja, James würde uns nie so einfach im Stich lassen. Ach, wirklich? Ich... Sag es ihnen. Sag ihnen, dass du sie nicht mehr brauchst. Nun... Wie kannst du nur so lange zögern? Die grenzenlosen Möglichkeiten des Chaos haben ihn in ihren Bann gezogen. Ich muss in seinen Kopf. Es... Mithilfe einiger anderer mächtiger Entitäten wurde die Verbindung unseres Universums mit dem Kontinuum gekappt, sodass nie wieder das Chaos in unserer Welt wüten sollte. Der Tag endete damit, dass ich das Universum verließ. Cordatus und die anderen verbannten mich von dieser Welt. James, denk nach. Ein Teil fehlt. Er hat dir etwas verschwiegen. Einen Augenblick. Quint, ich muss dich etwas fragen. Hm? Was denn? Wieso das Spiel? Das Spiel? Ja. Wieso bist du überhaupt zurückgekehrt? Brauche ich einen Grund? Wenn du mich wirklich auf deine Seite ziehen wolltest, hättest du es einfach so tun können. Du hattest alle Zeit der Welt, meine Freunde gegeneinander auszuspielen und mich zu dir zu holen. Und wieso durfte Mausewitz mitkommen? Wäre er nicht dabei gewesen, hätten wir uns dir in keinster Weise entgegenstellen können. Nun, ich wollte euch auf die Probe stellen. Warum? Aus Spaß? Nein, das ist nicht der einzige Grund. Dafür lief die ganze Aktion viel zu geplant ab. Was weißt du schon?
Du willst dich rächen, habe ich recht? An wem sollte ich mich rächen wollen? An Cordatus. Dafür, dass er dich verbannt hat, nachdem ihr beide doch Freunde wart. Du fühlst dich verraten. Weil ich ja auch verraten wurde. Also galt all das nur Cordatus, um ihm zu zeigen, dass seine Diener keine Chance gegen dich haben, dass die Menschen willensschwach und dumm sind und dass du allen anderen Wesen überlegen bist. Das hast du dir ja schön überlegt, nicht wahr? Und als krönendes Beispiel hast du mich korrumpiert. Einen Menschen, der ohne deine Arbeit gar nicht existieren würde. Die Karten sind offengelegt. Die Scharade ist vorbei. Schachmatt. Dann darf ich das also so verstehen, dass du mein Geschenk nicht haben willst, ja? Das habe ich so gar nicht gesagt. Ich... Oh, wo... Oh, unsere Straße. Wir sind zu Hause. Ihr habt gut gespielt, meine Lieben. Wirklich gut gespielt. Und solange ihr euch an die Regeln gehalten habt, war das Ganze wirklich unterhaltsam. Aber bedauerlicherweise habt ihr die Regeln nun gebrochen. Wie bitte? Das haben wir nicht. Oh doch. James hat euch aus dem Spiel teleportiert. Damit ist Regel Nummer 2 gebrochen. Und einmal ganz davon abgesehen, habt ihr den Random-Sprecher nicht gefangen. Hätte James nicht mit meiner Hilfe den Zerfall der ganzen Taschendimension aufgehalten, wärt ihr alle mitsamt dieser Welt in die Vergessenheit gefallen. Damit ist das Spiel nun vorbei. Und ich habe gewonnen. Hey, das ist nicht fair. Du verdrehst deine eigenen Regeln. Ich verdrehe die Regeln? Vielleicht wurden wir einander noch nicht vorgestellt. Ich bin Quint, Meister des Chaos und der Disharmonie. Hallo? Dann gib uns noch eine zweite Chance. Ich werde gar nichts tun. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Es gibt so einiges, das ich tun werde. Wenn ihr mich dann entschuldigt, ich habe noch etwas Chaos zu verbreiten. Und nun? Ich weiß es nicht. Wir haben ihn wütend gemacht. Das war wohl ein Fehler. Verdammt, mein Mais, nicht schon wieder. Grüner Himmel? Pinke Wolken? Nein, meine Bäume fliegen weg. Komm zurück. Himmel, Herrgott. Ach, träume ich schon wieder? Ich will es doch hoffen. Das bedeutet, wir können fliegen. Ja! Hey, mein Haus! Es fliegt weg! Fang es doch auf! Ach nö, wo ist denn jetzt das Rathaus hin? Wir haben ausgespielt. Der Feind hält nun die Welt in seinen Händen. Und ich habe meine Kräfte nicht mehr. Er hat sie mir wieder genommen. Können wir denn gar nichts unternehmen? Ludwig, ist es möglich, irgendwie deinen Meister zu holen? Quint hat die gesamte Stadt in eine Blase gehüllt, die es mir nicht erlaubt, den Herrn zu kontaktieren. Es muss doch irgendeinen anderen Weg geben, mit ihm zu sprechen. Nun ja, es gibt eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Was für eine? Ihr müsst sterben. Eure Seele gelangt auf direktem Weg ins Paradies, vorausgesetzt, Quint fängt sie nicht ab. Sterben? Sonst keine Möglichkeit mehr? Nein. Also, wer will freiwillig? Wir sind doch nicht bescheuert. Aber wenn wir keine andere Chance haben... Ihr wollt es doch nicht wirklich ausprobieren, oder? Tja, haben wir eine Wahl? Naja, wir könnten warten. Auf was? Auf besseres Wetter? James hat recht. Wenn wir etwas tun wollen, dann müssen wir das tun. Einer von uns soll sich also umbringen, ja? Donnerwetter! Also, wer will dann? Ich schlage vor, ihr zieht Strohhalme. Okay, das klingt fair. Bereit? Zieht! Ich gratuliere dir, James. Du hast die Ehre, meinem Herrn entgegenzutreten. Wie schön. Wir machen uns dann mal auf die Suche nach irgendwas. Ja, viel Glück beim Sterben, Kumpel. Danke. Fürchtet euch nicht, meine Kameraden. Der Tod ist kaum mehr als eine Empfehlung, solange mein Herr es so will. Er wird dich wieder zusammensetzen, wenn alles vorbei ist. Dessen bin ich mir sicher. Also das war jetzt nicht so erfolgreich. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Rhodies gerade heute über ihr Leben nachdenken. Was ist schon das Leben? Ich möchte einfach in ein Loch kriechen. Boah, Leute! Seht euch mal meine Hände an! Ja, mir ist heute irgendwie alles komisch.
Und mit jeder weiteren Sekunde wird es komischer. Mein Fernseher ist kaputt. Vielleicht will einer von uns da mal reingreifen. Hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz heute noch hören würde. Nein, das ist nicht tödlich genug. Wir brauchen etwas, bei dem er in jedem Falle drauf geht. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Da wären wir. Das höchste Gebäude der ganzen Stadt. Oh, nö. Wir warten dann mal drin. Ja, bis bald, James. Hoffentlich. Gute Reise. Ja, danke. Hab keine Angst. Ich werde dir zur Seite stehen. Wie beruhigend. Sehr gut. Jetzt halte die Gabel nach oben und harre aus. Ja, genau so. Das machst du gut. Also, ich muss jetzt hier einfach so lange warten, bis ich vom Blitz getroffen werde. Vom Blitz erfasst, wurde ich von der metallenen Konstruktion hinuntergeschleudert. Ludwig begutachtete meinen reglosen Körper, horchte, ob mein Herz noch schlug, und nickte dann mit sorgenvollem Gesicht in Richtung der anderen.